Hand aufs Herz, die Beleuchtung wird oftmals vernachlässigt bei E-Bikes. Es ist irgendeine Beleuchtung dran, man kauft dann das E-Bike und man schaltet es womöglich dann bei Dunkelheit an und wenn man es braucht, so. Nee, da gehört noch etwas mehr dazu zur Beleuchtung. Grundsätzlich ist es so, natürlich müssen wir nachts was sehen. Es kommt aber darauf an, fahren Sie jetzt zum Beispiel auf unbeleuchtete Wege, also draußen irgendwie von einem Ort zum anderen, oder sind Sie in der Stadt selbst, wo genügend Lichter da sind, um die Straße auszuleuchten. Das ist mal ein großer Unterschied und dann kommt es noch auf was weiteres an, nämlich fahren Sie am Tag auch mit Licht? Sie sollten das. Also wir haben sehr, sehr viele Beobachtungen gemacht, auch selbst eigene Versuche, bei Tag mit Licht zu fahren oder ohne Beleuchtung. Und siehe da, wenn Sie mit Licht fahren, haben Sie eine deutlich höhere Aufmerksamkeit bei den Autofahrern, als wenn Sie das Licht abschalten. Ja, aus dem Grund, weil uns Ihre Sicherheit am Herzen liegt, haben wir uns auch jetzt bei diesem Sondermodell für eine hochwertige Beleuchtung entschieden. Also sie hat jetzt erstmal 50 Lux Helligkeit, damit können Sie auch gut über unbeleuchtete Wege fahren, Radwege zum Beispiel. Und sie hat eine Nahfeldausleuchtung, also Sie sehen auch vor sich die Straße, wenn es zum Beispiel unbefestigt ist und Schlaglöcher, ist es eine gute Sache, wenn Sie vor sich dann auch daneben einen Lichtkegel haben. Seitlich haben Sie auch einen Lichtaustritt, dass Sie hier von seitlich entgegenkommende Fahrzeuge wahrgenommen werden. Und jetzt kommt aber noch das Spannende. Sie haben hier auch einen Sensor, der, wenn Sie bei Tag fahren, umschaltet, zum Beispiel von Taglicht auf Nachtfahrlicht. Das hängt damit zusammen, es leuchtet am Tag anders an einen Auto, an einen Autofahrer, in einer anderen Höhe wie nachts. Also nachts schaltet es dann um und leuchtet dann mehr die Straße aus. Also ist so gemacht, dass Sie tagsüber besser gesehen werden und in der Nacht besser sehen. Ha, das zeige ich Ihnen jetzt einmal. Und zwar, ich habe hier so eine Lampe. Jetzt leuchte ich dann mal dahinter auf den Sensor drauf. Haha, das ist jetzt also das Tagfahrlicht. Und jetzt gehe ich mit meinem Finger drauf und zack, jetzt hat es umgeschaltet. Sieh da. Also, sowas gibt's. Und für einige Euros mehr kann man sich also was Besseres leisten. Wir haben es schon gleich eingebaut in unser Sondermodell, um Ihnen die Sicherheit zu geben bei Tag und bei Nacht. Also fahren Sie auch bitte immer mit Licht. Dazu kommt noch ein Rücklicht. Das strahlt also auch auf die Seite weg und nach hinten. Es ist ein Sicherheitsrücklicht und jetzt kommt noch was dazu, nämlich unsere Abstandskelle, unser Abstandhalter. Der wird an jedem unserer E-Bikes vor Auslieferung angeschraubt. Sie können den, also da kommt natürlich dann links hin, Sie können den einfach einklappen, wenn Sie nicht brauchen, und ausklappen, wenn Sie auf eine entsprechende Straße kommen, wo ein Haufen Verkehr ist. Ich habe das selbst schon ausprobiert und mir ist es schon hin und wieder passiert, dass ich bei einer E-Bike-Tour auf eine Straße kam, die eng war und viel befahren. Also da war, weiß ich noch, da war ich mal im Thüringer Wald und hat einfach dann halt der Radweg aufgehört und ging auf eine wirklich viel befahrene Bundesstraße. Die war eng, die war kurvenreich und da sind LKWs gefahren. Und ich habe dann diesen Abstandhalter, habe ich dann ausgeklappt und habe dann beobachtet, dass ab diesem Moment die Fahrzeuge weniger schnell überholt haben. Also die haben länger damit gewartet, bis sie eine günstige Situation gesehen habe, wo sie auch wirklich sicher überholen konnte und sind auch mit einem deutlich größeren Abstand an mir vorbeigefahren. Also lassen Sie es dran und freuen Sie sich drüber über dieses Produkt. Es kriegt jedes unserer E-Bikes gratis dazu. Auch hier wieder ein Zeichen unsererseits. Wir möchten, dass Sie sicher mit unseren E-Bikes fahren.